Jo, hey Leute, hier ist wieder euer Dynatics und willkommen zum erneuten FIFA 15 Karrierenmodus-Video mit dem FC Schalke 04. Heute haben wir das absolute Topspiel gegen Barcelona in der Champions League. Ich meine, wir sind ja in der Liga momentan echt am Durchmarschieren, aber in der Champions League hatten wir so unsere kleineren Probleme. Heute können wir gegen Barcelona doch schon einen großen Schritt hier in Richtung Achtelfinale machen. Ist auf jeden Fall eine große Möglichkeit, zumal wir auch zu Hause spielen. Aber Barcelona hatte ja schon in den vergangenen Partien immer ganz gute Möglichkeiten gegen uns und hat ja meistens auch immer einen Unentschieden oder einen Sieg rausgeholt. Deswegen wird es hier natürlich auch wieder spannend werden. Ihr seht gerade nochmal hier die Champions League-Tabelle. Also AC Mailand natürlich mit 8 Punkten, ein Punkt vor uns, dann sind wir da. Und dann Barcelona 3 Punkte hinten dran. Bedeutet, falls wir heute einen Sieg holen, zu Hause gegen Barcelona, würden wir sie rausschmeißen aus der Champions League und gleichzeitig natürlich ins Achtelfinale einziehen und würden natürlich noch die Möglichkeit behalten, auch Gruppenerster zu werden, dann vielleicht gegen ein etwas schwächeres Team im Achtelfinale anzutreten. Natürlich wieder die Anmerkung von mir, wäre mega nett, wenn ihr eine Bewertung da lassen könntet. Also Likes helfen mir echt immer, mich ein bisschen auf YouTube zu verbreiten. Ich bin ja noch ein bisschen kleinerer YouTuber, deswegen wäre das Ganze natürlich wieder mega nett von euch. Und ja, vielleicht schon, nein, die Aufstellung kommt glaube ich noch. Ich habe diesmal wieder ein bisschen herum experimentiert gegen Barcelona. Weiß ich eh nie, wie ich spielen soll, ob ich defensiv spielen soll oder offensiv. Hier habe ich dazu tendiert, doch ein bisschen offensiver zu werden. Ich habe Rafa vorne reingestellt, Depay, Wiltshire, Lacazette. Also wirklich einige gute Spieler vorne drin, weil ich einfach gedacht habe, wir müssen hier die 3 Punkte holen. Das ist auf jeden Fall ein großer Schritt in Richtung Weiterkommen für uns. Ich meine, gegen AC Mailand wird es bestimmt schwierig, da einen Punkt zu holen. Da haben wir ja schon zu Hause unsere Probleme gehabt. Die erste Möglichkeit hier hat Barcelona. Dritte Minute, der Ball kommt hier mal rein und da ist Iniesta mit dem Abschluss, aber zum Glück am Tor vorbei. Ich denke mal, wäre der Ball auch aufs Tor gegangen, wer hätte Fährmann trotzdem keine großen Probleme da gehabt, da er schon in Richtung der Ecke gelaufen ist. Aber trotzdem immerhin ganz gute Möglichkeit hier für Barcelona, die wir zugelassen haben. In den letzten Begegnungen haben wir auch gegen Barcelona immer ein frühes Gegentor bekommen, deswegen müssen wir langsam eigentlich anfangen, gegen Barcelona in den ersten paar Minuten ein bisschen wacher zu werden. Aber hier mal eine gute Möglichkeit für Jack Wilshere, linker Fuß ist ein starker, aber Bravo kann den Ball natürlich wieder abwehren, ist ja ein sehr starker Torwart. Chance noch nicht vorbei, Oxlade-Chamberlain erkämpft hier nochmal den Ball, da ist Depay, Rafa läuft sich hier frei, Rafa mit dem rechten Fuß hier, der Ball ist drin, aber leider ist die Abseitsentscheidung hier klar zu erkennen. War gut gespielt eigentlich, ich habe diesmal auch ein bisschen eine andere Taktik verfolgt gegen Barcelona als in den letzten Spielen immer gegen sie. Ich wollte diesmal mit diesen hohen Bällen eher zum Abschluss kommen, da ich gedacht habe, dass Rafa und Depay vorne drin doch schon extrem schnell sind und vielleicht dann Piqué oder so im Laufduell ja, irgendwie davon rennen könnten, weil wenn ich flache Bälle spiele, dann ist natürlich Piqué mit seinem Stellungsspiel und so auch immer zur Stelle. Deswegen habe ich gedacht, dass das hier vielleicht ein bisschen effektiver sein könnte. Werdet ihr ja sehen, ob es geklappt hat oder nicht. Die nächste Aktion hier für uns, Lacazette auf Rafa. Der zieht hier in die Mitte mit seinem linken Fuß. Jetzt nicht sein starker, aber trotzdem hier gefährlicher Ball. Aber Bravo natürlich wieder, der Teufelskerl hinten drin, hält den Ball natürlich und klärt ihn zum Eckball. Also echt ein richtig starker Torwart. Ich glaube, in jeder Begegnung gegen Barcelona hat Bravo echt immer Bestleistungen gezeigt. Und ja, Ter Stegen haben ja noch gar nicht gesehen, aber ich denke mal, Bravo ist in FIFA auch der bessere Torwart, also mein Empfinden nach zu beurteilen. Dann mal eine Aktion hier für Barcelona, wir dürfen natürlich kein Gegentor bekommen, weil wenn wir hier irgendwie zu Hause verlieren, wird es richtig schwer für uns. Delefeu hier mit dem Abschluss, aber Fährmann kann den Ball zum Glück sicher klären. Und ja, dann hier mal ein Freistoß für uns, 35. Minute natürlich nah am 16er bei uns, ist keine große Möglichkeit für uns erstmal, aber wir haben natürlich gute Offensivspieler, vielleicht können wir da ja was rausholen. Hier mal ein langer Ball auf Rafa, der ist extrem schnell und der ist auch extrem wendig und so, lässt hier mal Piqué stehen, legt ab zu Depay, aber leider kann Bravo den Ball hier wieder ganz gut klären. Und jetzt schaut mal hier, Alba einfach schön mit der Hacke den Ball mitgenommen, dann vertändelt er den Ball hier. Es gibt die Freistoßposition hier für uns. Wir haben die Möglichkeit hier per Freistoß vielleicht nochmal ganz kurz gegen Ende der ersten Halbzeit zum Torerfolg zu kommen. Ich meine, Freistöße, da hatten wir ja schon immer ganz gute Möglichkeiten. Eigentlich wären wir auch ganz gute Schützen. Oxlade-Chamberlain könnte den Ball eigentlich auch treten, aber natürlich muss unser Gott wieder den Ball schießen. Depay, der per Freistoß eigentlich immer ganz gut aussieht, also seine Freistoßmöglichkeiten kommen ja eigentlich immer ganz gut aufs Tor, deswegen natürlich wieder Depay hier, der Schütze. Der Ball hier noch abgefälscht und da ist Rafa, aber er springt leider unter den Ball durch. Hätte Rafa da, ja, vielleicht irgendwie 20 cm mehr Körper, Körpervolumen, wollte ich schon sagen, wäre 20 cm größer, dann wäre hier vielleicht an den Ball rangekommen, aber ist halt so ein kleiner Spieler, deswegen springt hier unter den Ball durch. War auf jeden Fall nochmal eine ganz gute Möglichkeit für uns. Am Ende natürlich Bravo ohne Probleme mit dem Ball. Und ihr seht hier, Kopenhagen führt 1:0 gegen AC Mailand. Hat mich ein bisschen verwundert, aber zum momentanen Zeitpunkt wären wir sogar Gruppenerster und Barcelona wäre, glaube ich, noch nicht ausgeschieden, aber soviel ich weiß, bräuchten sie dann halt 3 Punkte im nächsten Spiel, also ein Sieg gegen Kopenhagen. Wir müssten dann halt gegen AC Mailand verlieren. Ich meine,
Ja, dieser eine Punkt hier bringt uns doch nicht so extrem viel. Natürlich halten wir Barcelona ein bisschen auf Abstand, aber ich würde natürlich trotzdem ganz gerne hier die 3 Punkte mitnehmen. Dann mal Oxlade-Chamberlain hier, Jedlin kam auch in die Begegnung, aber diesmal als Stürmer, nicht als Rechtsverteidiger, weil ich einfach ein bisschen mehr Sprint Gefahr vorne haben wollte. Er ist ja ein extrem schneller Spieler. Dann mal Rafa hier. Depay erkämpft sich den Ball gegen Piqué. Was ein Fehler von Piqué und steht 1 zu 0. Also perfekter Start hier in die zweite Halbzeit für uns. Depay macht es natürlich ganz abgeklärt, dann am Ende gegen Bravo verlädt ihn einfach. Bravo springt in die von ihm aus linke Ecke. Depay schießt einfach in die rechte Ecke, hat dann natürlich keine Chance. Ja, schön gemacht von Depay natürlich, aber Riesenfehler natürlich von Piqué, was er da macht. Also, dass er den Ball nicht irgendwie wegschießt, sondern ihn annimmt und dann verliert gegen Depay. Kann uns aber recht sein, ich meine, dürfte es sogar schon sein. Viertes oder fünftes Tor in der Champions League sein von Depay. Er ist ja, habe ich letztes Mal, glaube ich, auch schon ein Video angesprochen, echt unser Top-Torschütze. Er trifft einfach momentan ohne Ende. Auch in der Liga hat er, glaube ich, irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie viele Spieler haben wir schon in der Liga. 16, 15 oder so. Und er hat irgendwie auch 15 oder 16 Tore. Also richtig starke Quote von ihm auf jeden Fall. Der mal Barcelona wieder im Vorwärtsgang. Ihr müsst natürlich aufpassen. Sie sind vorne echt richtig talentiert mit Neymar, mit Messi. Aber hier mal Song, ihr Mittelfeldspieler eigentlich. Aber trotzdem ganz guter Abschluss. Er ist natürlich auch ein bisschen Zweikampfstärker. Deswegen hier sein Kopfball. Aber natürlich wieder die Kontermöglichkeit für uns. Die wollte ich eigentlich immer nutzen. Hier mal Wiltshire. Schaut mal ein bisschen. Findet keine Anspielstation. Aber Yedlin bietet sich oben an. Er ist ja unser Rechtsverteidiger eigentlich. Ich dafür habe ich ihn ja gekauft. Linker Fuß, hier Abschluss, der Ball prallt gegen den Pfosten. Leider ist der Ball hier nicht reingegangen, aber gute Aktion. Wir waren weiterhin gefährlich, gerade nach den Kontermöglichkeiten. Auch die hohen Bälle haben hier echt einen Unterschied gemacht. War auf jeden Fall besser. Ich konnte mir bessere Möglichkeiten herausspielen, als wenn ich den Ball flach spiele. Also, ja, könnt ihr mal ausprobieren gegen Barcelona, ein bisschen hohe Bälle spielen. Hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und dann hier natürlich noch die Anmerkung, dass wir im nächsten Spiel gegen Bayern München spielen. Also 3 Tage danach wird natürlich ein schwieriges Spiel, weil wir natürlich dann nicht mit einem ganz ausgeruhten Team antreten können. Wir haben natürlich noch einige Spieler, die vielleicht auch schon ein bisschen müde sind nach der Begegnung hier gegen Barcelona. Aber trotzdem wird es natürlich hier ein schwieriges Spiel werden gegen Bayern München, denke ich mal. Vielleicht können wir da auch wieder einen Sieg holen und in der Tabelle ein bisschen weiter nach vorne bringen. Ayhan kam hier in die Begegnung. Ayhan kratzt das Ding hier auch von der Linie. Ihr habt vielleicht gesehen gehabt, dass er eingewechselt wurde in der Aktion davor. Und hier Ayhan wirklich genau auf der Linie kratzt hier den Ball weg. Also echt gute Aktion hier von Barcelona natürlich, aber auch gute Aktion von Ayhan, der hier das Tor verhindert. Der mal Yedlin, er ist einfach ein so schneller Spieler. Er hat irgendwie 96 Sprintgeschwindigkeit oder irgendwie sowas. Richtig krass. Volland kam hier auch in die Begegnung rein, macht es 2 zu 0. Könnte eigentlich schon fast die Vorentscheidung sein. Ich meine, ich bekomme ja hier so wenig Gegentore in der Karriere. Ich habe mich echt gesteigert, was das Defensivverhalten von mir angeht. Kann natürlich auch vielleicht an den Spielern liegen, dass ich da mit Nastasic natürlich nochmal eine Stütze verpflichtet habe hinten drin. Aber guter Ball natürlich nach vorne. Yedlin hat mir auch richtig gut gefallen, da auf der Außenseite vorne im Sturm drin. War echt richtig gefährlich, wenn er da außen mal ein bisschen Platz hatte, ist er immer durchgerannt und hat ihn eigentlich auch ganz gut hereingegangen gebracht. Volland hier mit seiner ersten Aktion natürlich, ich glaube, es war sein erster Ballkontakt sogar. Also er bekommt das Ding auf den Kopf, macht sofort hier ist 2 zu 0. Letztes Jahr war er, glaube ich, unser Top-Torschütze in der Champions League. Dieses Jahr hat er zum ersten Mal getroffen, aber das war immerhin ein ganz wichtiger Treffer natürlich. Ja, jetzt muss natürlich Barcelona ein bisschen offensiver werden, hat glaube ich auch mit Dreierkette jetzt gespielt, denn gegen Ende. Der Ball hier kommt nach vorne, da ist Volland und trifft dann den Ball richtig, leider nicht. Der geht in den Nachthimmel von Gelsenkirchen hier. Wäre natürlich richtig geil gewesen, hätte er den Ball irgendwie richtig getroffen und hätte er hier das Tor machen können, aber wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt gewesen, hätte er den noch gemacht. Aber immerhin wurden wir weiterhin offensiv. Ich meine, Barcelona mit einer Dreierkette war natürlich verwundbar hinten drin. Ich hatte immer mehr Platz, immer mehr Möglichkeiten. Hier mal Jack Wilshere, der Ball ist drin, aber wieder leider der Abseitspfiff, deswegen zählt das Tor hier nicht. Ich glaube, er stand irgendwie sogar 2 oder 3 Meter im Abseits, also war doch ziemlich eindeutig eigentlich. Aber man hat gesehen, dass ich immerhin die Lücken jetzt hatte, dass ich die Möglichkeiten hatte, nach vorne zu spielen, auch gute Möglichkeiten zu erarbeiten. Und eigentlich schade, dass hier nicht 3 zu 0 gemacht hätte, wäre sicherlich dann die Entscheidung gewesen. Aber wir hatten immerhin noch weitere Möglichkeiten. Hier mal Depay auf Yedlin, der einfach vorne immer anspielbar war, immer ganz guten Abschluss gezeigt hat. Hier auch mal wieder Bravo natürlich ohne Probleme. Wir sind schon in der 88. Minute. Barcelona muss irgendwas einfallen. Sie müssen jetzt irgendwie ein Tor machen. Hier mal die Aktion gegen den Pfosten und am Ende kann ich den Ball sogar noch klären. Aber die Aktion ist noch nicht ganz geklärt. Hier nochmal Mascherano mit der Möglichkeit vielleicht irgendwie abzuziehen. Der Ball kommt zu Neymar. Neymar mit dem Abschluss aber zum Glück am Tor vorbei. Hätte Fährmann bestimmt keine Chance gehabt, wäre der Ball dann letztendlich irgendwie knapp neben dem Pfosten eingeschlagen. Aber natürlich. Nochmal große Aktion von Barcelona. Ich meine, ganz verteidigen kann ich die Aktion einfach nicht. Da hat Barcelona einfach zu gute Spieler vorne drin. Aber ich meine, ich habe immerhin wenig zugelassen. So wie Schalke im echten Leben eigentlich. Aber leider haben sie trotzdem 2 Gegentore bekommen. Wir waren hier ein bisschen glücklicher im Spiel. Barcelona nochmal mit der Aktion hier. Fährmann kann den Ball halten. Dann ist das Spiel hier auch vorbei.
Einige von euch werden sicherlich jetzt irgendwie fragen, wie ich das Schalke-Spiel so gesehen habe. Ich will das Ganze ein bisschen kürzer halten. Ich werde vielleicht morgen ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber ich war eigentlich ziemlich zufrieden mit der Leistung von Schalke im echten Leben gegen Real Madrid. Ich meine, klar, 2 zu 0, wir haben wahrscheinlich relativ wenig Chancen, jetzt irgendwie weiterzukommen. Aber gerade die jungen Spieler Wellenreuter und Platte, die haben mich echt überzeugt. Also haben gute Leistung gezeigt, muss man einfach so sagen. Ich meine, mit 19 Jahren irgendwie dann im Tor zu stehen, den Freistoß von Cristiano Ronaldo und so zu halten, ist, denke ich mal, auch eine ganz besondere Erfahrung gewesen für Wellenreuther und alles. Ich denke mal, sie haben gut gespielt. Natürlich, die zwei Tore waren ein bisschen unglücklich, dass Marcelo dann auch am Ende des 2 zu 0 machten, wir davor mit Platte irgendwie nur die Latte treffen. Aber ich denke mal, kann man auf jeden Fall so lassen. Und die Mannschaft hat sich gut präsentiert, man kann auf jeden Fall auch stolz sein. Und wir können hier auch zufrieden sein. Ich meine, ihr seht, wir sind hier Gruppenerster in unserer Karriere. Ja, wir haben alle Möglichkeiten, wir müssen jetzt nur einen Punkt holen gegen AC Mailand. Barcelona ist hier sogar ausgeschieden in der Champions League, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte echt gedacht, es wird ein bisschen schwieriger für uns, aber ich meine, es ist noch alles drin für uns. Wir können noch Gruppenerste werden. Bitte bewerten und kommentieren natürlich nicht vergessen. Ihr könnt gerne noch irgendwie eure Empfindungen zum Schalke-Spiel oder so in die Kommentare schreiben. Ja, haut da rein, Leute, euer Danetics.